Hallo ihr Lieben, heute habe ich knusprige Nusswaffeln für euch. Das Rezept habe ich von meiner Freundin Katharina, Katha, liebe Grüße an der Stelle, beziehungsweise ihrer Mutter auch. Viele Grüße an Kathas Mama. Dieses Rezept habe ich damals in meiner Pubertät oder so das erste Mal gegessen. Da hat meine Freundin den Teig mit in die Schule genommen. Und oh, der ist so lecker, deswegen musste ich ihn jetzt einmal für euch abdrehen. Es geht los mit den Zutaten und der Zubereitung. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Hier habe ich Eier, diese sollten eine Raumtemperatur haben. Wir brauchen weiche Margarine oder Butter. Gemahlene Nüsse, statt der Nüsse könntet ihr zum Beispiel auch gemahlene Mandeln verwenden. Mehl, Zucker, Vanillezucker und Backpulver sowie Wasser, ausdrücklich Wasser und keine Milch. Ich glaube, die Milch macht die Waffeln nämlich eher weich und nicht knusprig. Zunächst werden alle trockenen Zutaten vermischt, sprich Mehl, gemahlene Nüsse und Backpulver. Danach werden Butter, Vanillezucker, Zucker und Eier cremig geschlagen, gerade so 2-3 Minuten lang. Wenn eure Butter oder die Eier nicht dieselbe Temperatur haben, also wenn beides nicht Raumtemperatur hat, dann passiert euch dasselbe wie bei mir. Bei mir ging es jetzt halt leider nicht anders. Dann sieht die Butter ein bisschen flockig aus, ändert aber nichts daran, die Zutaten kommen später trotzdem alle zusammen. Die trockene Mischung wird dann abwechselnd mit dem Wasser hinzugefügt, immer nach und nach, bis ein kompakter, geschmeidiger Teig entstanden ist. Der Teig wird dann natürlich im Waffeleisen ausgebacken und dann sind sie auch direkt servierbereit. Wer möchte, haut einfach ein bisschen Puderzucker drüber. Kirschgrütze passt, wie gesagt, auch klasse dazu. Also ihr könnt alles Mögliche dazu servieren. Fertig sind die leckeren Nusswaffeln. Ihr könnt alles Mögliche dazu servieren. Ihr könnt auch Kirschgrütze machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Verlinke ich euch mal das Rezept dazu in die Infobox. Falls ihr Interesse an meinem klassischen Waffelteig habt, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch auch das Rezept in die Infobox. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!